Jo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zur vierten Episode von Super Mario Eclipse. Ja, in der letzten Episode sind wir hier in Lighthouse Island gelandet und wollten eigentlich 8 rote Münzen holen. Allerdings brauchen wir für die letzte Münze, glaube ich, die Raketendüse. Aus dem Grund wollen wir das Level hier, beziehungsweise die Welt, wieder verlassen. Denn die Raketendüse, die bekommen wir, glaube ich, im Piazza Delfino. Irgendwann taucht da nämlich Mario Morgana mit einer auf. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann. Aber hier ist sie zum Beispiel auch schon freigeschaltet. Obwohl, das ist in Monte Bianco, glaube ich, normal. Bei uns steht auf jeden Fall jetzt die nächste Welt auf dem Plan. Und zwar Parco Fortuna. Hier schalten wir auf jeden Fall Yoshi frei. Und zwar in den Kapiteln mit den Sonnenblumen. Treffen hier in der Achterbahn nämlich auf Mecha Bowser. Seinen Kopf müssen wir 3-mal oder 4-mal treffen. Bin mir jedes Mal unsicher. Wir haben ihn einmal. Wir haben ihn 2-mal. 3-mal. Wird das ein 4 von 4? In der ersten Runde hier direkt? Stark. Das war richtig clean. Tja, von hier sehen wir auch direkt die neue Welt, in der wir vorhin waren. Ah, ich hätte gedacht, hier kann man irgendwie längs laufen. Sehen wir hier erstmal den Maulwurf. Dann kommen wir nämlich in die Sub-Area. Und hier sterbe ich viel zu oft. Ich bin sehr ungeduldig bei solchen Leveln. Das ist halt gar nicht mal so gut. Ja. Aber haben den ersten Part geschafft. Also ich meine, der ist simpel, aber für mich der schwierigste. Wenn ich irgendwo sterbe, dann halt da. Aber alles kein Problem hier. Kommen wir in Episode 3. Einmal schnell 8 Münzen hier holen. Oh, ich habe die da unten vergessen. Die hier. Jetzt haben wir sie alle. Und bleiben im Park. Das war nicht der Plan. Wo kommen wir hier raus? Hier hinten? Ja. Hier kommen wir nach Lighthouse Island. Und tatsächlich waren die roten Münzen Episode 3. Aber das wollten wir, wie gesagt, nicht machen. Wir wollen hier Yoshi freischalten. Dafür müssen wir diese komischen Viecher besiegen. Das ist der letzte. Und wir kriegen die Insignie. Ja, eigentlich wollen wir jetzt zurück nach Piazza Delfino. Also könnten wir auf jeden Fall. Aber theoretisch können wir auch noch eben die 3 Level hier spielen. Dann wäre nämlich Mario Morgana hier auch besiegt. Vor allen Dingen dauern die halt auch nicht lange. Einmal ihn wegschleudern, auf aufs Riesenrad. Und da ist das 5. Level geschafft. Ach, aber für das 6. Level brauchen wir Yoshi. Das können wir ohne Yoshi gar nicht machen. Hier kommen wir auch zum Lighthouse Island. Von hier aus kommen wir auf jeden Fall auch zurück nach Piazza Delfino. Ist nicht der schnellste Weg, aber ist der einzige, den ich momentan kenne. Also der Weg hier über Gelato Beach nach Monte Bianco. Und dann ab in die Cage hier rein. Und können hier Yoshi befreien. Let's go. Der liegt ja instant. Ah, und wir müssen ihm hier nicht mal eine Frucht geben. Auch cool. Ich weiß nicht, ob ich direkt da rein möchte. Nee, ich glaube, ich gehe zurück in Parco Fortuna. Denn jetzt können wir das 6. Level hier spielen. Jetzt ist nämlich ein Yoshi hier. Und der will gar nichts haben. Noch nie hier einen grünen Yoshi gesehen. Den gibt es halt einfach normalerweise gar nicht. Betreten die nächste Sub-Area. Eine, in der man definitiv auch mal sterben kann, wenn man sich blöd anstellt. Oder weil man nichts sieht und sich denkt, man kann den Sprung. Ja, scheinbar konnte ich ihn nicht. Und dann rauf. Der Rest sollte dann eigentlich machbar sein. Außer der letzte Jump. Der hier. Der ist manchmal ein bisschen tricky. Oh mein Gott, was mache ich da? Alter, ich bin so dumm. Schneide ich aus. Ja, wir schaffen den Jump hier natürlich beim ersten Versuch. Gar kein Problem. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich schaff's natürlich beim allerersten Versuch. Was mache ich denn? Beim allerersten. Dankeschön. So schlecht, ey. So, ich hoffe, wenigstens ihn besiegen wir mühelos. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Noch ein Treffer. Und wir haben ihn. Joa, Episode 8 könnten wir jetzt machen. Wir lassen es aber. Aber jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach Piazza Delfino machen. Ich erspare ihn euch mal. Und bin gespannt, ob wir jetzt die Raketendüse freigeschaltet kriegen. Ja, nee, es ist die Turbodüse. Ah, die hilft uns jetzt nicht so wirklich weiter. Kommen der Sache aber auf jeden Fall näher. Da sollten wir ihn jetzt haben. Perfekt. Okay, wenn wir sie schon haben, dann machen wir kurz das Level hier. Das ist eine Sub-Area, wo wir einfach nur hier lang jumpen müssen. Und wir sind viel, viel schneller. Wir sind viel, viel schneller. Ja, ich bin jetzt auch zu weit gesprungen. Die haben einfach irgendwas an der Geschwindigkeit geändert. Ich bin zu schnell. Ich gehe hier gleich Game Over. Ich spring nicht. Das Level ist normalerweise so easy. Was mache ich denn hier? Ist das unser letztes Leben? Ja, es ist unser letztes Leben. Und ich fall runter. Game over. Und das nicht mal in irgendeinem neuen Level. Ist egal, wir kriegen die Raketendüse. Das Level wollte ich eh nur machen, damit wir halt wieder hier in Piazza Delfino ankommen. Von daher wirklich halb so wild. Einmal ihn hier fertig machen. Jawohl. Und dann sind wir hier halt auch schon richtig. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich möchte in Air to Rock das 2. Level schaffen. Da oben die Insignie. Wir haben es so oft versucht. Wir haben so viele andere Insignien geholt. Und ja, sie ist freigeschaltet. Wir haben die Raketendüse hier.
weiß gar nicht. Ja, 4 blaue Münzen fehlen uns hier auch noch. Zusammen mit der Raketendüse könnten wir vielleicht auch noch ein paar neue blaue Münzen finden. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Wir wollen einfach nur nach oben und dann wollen wir einfach nur hier rauf. Und lass mich raten, es geht ziemlich einfach. Hey, all die Mühe in der ersten Folge. Und es ist so eine einfache Insignie. Oh Mann. Ja, bleiben auch im Level, habe ich mir gedacht. Bedeutet für uns, wir verlassen das Level nochmal, gehen zurück und spielen das 6. Level, The Airtoruption. Cooler Titel für ein Level. Ach, die sind alle in Schleim. 10 Palmas brauchen dich. Wir haben diesmal 6 Minuten Zeit. Und wir sollen einfach die Dorfbewohner retten. Alright. Hier ist keiner. Man sieht hier immer diese Palmen sozusagen. Die müssen wir komplett frei machen von Schleim. Manchmal geben sie einen auch blaue Münzen. Ich meine, im Plaza della Palma waren das 4 Stück, die einem eine blaue Münze gegeben haben. Uns fehlen hier noch 4 blaue Münzen. Das könnte hinkommen, während das Spiel hier gerade ein bisschen laggt bei mir. Sollte sich aber eigentlich immer schnell legen. Ja, wir haben 2 Palmas. Hier ist der 3. Sehr schön. Auch der hat keine blaue Münze für uns. Wo sind die anderen? Hier unten ist einer. Und die haben alle keine blaue Münze für uns. Sind auf jeden Fall gut in der Zeit. Haben die Hälfte der Palmas und nur ein Drittel der Zeit verbraucht. Ja, aber ich glaube, die geben uns keine blauen Münzen. Ich verschwende hier gerade ultra viel Zeit, damit einfach hochzukommen. Also ist ja keine verschwendete Zeit. Aber ihr wisst, was ich meine. Die letzten zu finden dauert immer am längsten. Deswegen will ich gerne noch ein bisschen Zeit haben. Vor allem, weil hier nirgendwo irgendwer ist. Geh nochmal höher. Jawohl. Nummer 7. Ich glaube, da ist noch einer. Fehlen nur noch 2 und wir haben noch 2 Minuten. Da oben auf den Dächern? Nö. Ich war noch gar nicht am Anfang. Also hier. Hier scheint aber auch nichts zu sein. Also nicht mal Schleim. Oh, wir haben nur noch 1 Minute. Uns fehlt halt nicht nur eine, sondern 2. Das sieht gar nicht gut aus. Hier drin vielleicht noch einer? Nee. Ich weiß nicht, wo die letzten beiden sind. Und die Zeit ist halt abgelaufen. Aber wir geben natürlich nicht auf. Wir machen das Ganze hier nochmal. Den hatten wir, glaube ich, schon. Ihn auf jeden Fall auch. Ja, bis jetzt finde ich immer nur die gleichen. Was auf der einen Seite gut ist, dass ich sie halt wiederfinde. Auf der anderen Seite bringt uns das aber nicht weiter. Aber gefühlt waren wir halt überall. Die beiden hier oben. Ja, jetzt sind wir gleich wieder bei 8. Hier ist Nummer 9. Okay, okay. Es fehlt nur noch einer. Keine Ahnung, welcher von denen neu war. Soll mir aber auch egal sein. Es fehlt halt trotzdem immer noch einer. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Also wirklich so gar keine Ahnung. Ich sterbe vor allem gleich. Ich sterbe wirklich. Na, vorhin habe ich einen mehr gefunden. Vielleicht finde ich ja auch jetzt zufällig irgendeinen mehr. Wo ist der letzte? Ich habe das Gefühl, hier haben wir wirklich alles abgegrast. Ja, hier ist ja nicht mal mehr Schleim. Nicht deren Ernst. Die ist nicht im Schleim drin. Sie war trotzdem dreckig. Ach komm. Ja, stark. Wir haben alle 10. Also das war wirklich, wirklich gemein. Es geht in Episode 7 und hier ist scheinbar auch Mario Morgana. Und ja, er ist genauso einfach wie in den anderen Welten. Trotzdem cool, ihn hier mal besiegt zu haben. Und dann gibt es hier ja noch Episode 8, Playing Tag at the Peaks. Sollen wir Fang spielen? Tag bedeutet Fang, oder? Oh, die laufen jetzt die ganze Zeit vor mir weg und ich muss mit denen reden, oder was? Oh, wir müssen uns wirklich in den Weg stellen. Die will hier hochlaufen, oder? Ey, rede mit uns. Jawohl, ich wollte weiter weglaufen, aber jeder andere spielt zu seriös für sie. Hm, die sind hier alle am Rumlaufen. Muss ich mit allen reden? Nachdem ich diese scharfen Pepperonis gegessen habe, bin ich einfach zu schnell, um gefangen zu werden. Denkst du, wenn ich meinen Rucksack anzünde, dass sie zu viel Angst hätte, um mich zu fangen? Haha, wer denn? Ich glaube, wir müssen die eine Frau da finden, wo auch immer sie sich rumtreibt. Ah lol, ist das die Kleine hier? Nee, ich muss jetzt nicht mit der reden, oder? Oder doch? Sie wird mich nicht fangen können. Sie wird auf dem Wasser ausrutschen. Wer verdammt? Sie hier? Oh mein Gott. Schnief. Hey, Mister. Gerade nicht so viel Spaß dabei, Fangen zu spielen. Sie machen es nicht mal leicht für mich. Tick, du bist es. Ich bin fertig mit Spielen. Ich muss jetzt die anderen fangen. Ah, und dafür habe ich 3 Minuten 30. Ja, klar. Okay, ich muss einfach nur in die Reihen rennen. Ja, ein paar wissen wir ja schon, wo die sind. Das war Nummer 2. Aber alle zu finden, oh mein Gott. Weißt du, mit wie viel hatten wir denn geredet? Vielleicht 5 Leuten oder so? Hier ist auf jeden Fall noch einer. Ja, zu dem Typen mit den scharfen Pepperonis müssen wir noch. Jo, wo sind die anderen? Hier war einer. Ach ja, er hier mit den Flammen. Aber es fehlen noch 4. Ach, am Anfang war doch immer hier ein Typ, oder? Jo, hinterm Schild. Das ist doch nicht Fangspielen, das Versteckenspielen. Sie hier hatten wir schon, naja. Ey, mir fehlen noch 3. Ist hier irgendwo einer? Nö. Zählt Yoshi? Ich würde es dem Machern zutrauen. Nee, er zählt nicht. Das ist doch kacke. Hm, ich werde jetzt erstmal alle suchen. Und zwar schön ohne Zeitdruck. Hier ist einer, ja stimmt. Den hätte man kriegen können. Der ist ja schließlich irgendwie immer da. Zwar nicht direkt hinterm Haus, aber auf jeden Fall in der Nähe. Haben die oben einen draufgepackt? Nee. Hier hinten bei den Gleisen ist auch niemand, oder? Nö. Wo ist denn der Schaffner? Er ist einfach hier drin. Hier, wir haben 9 Leute schon gefunden. Fehlt noch eine Person.
Aber diese Person könnte legit überall sein. Eigentlich bin ich ziemlich planlos. Oder muss ich zum Schluss sie nochmal ticken? Also nachdem ich alle anderen gefunden habe. Kann ich mir eigentlich aber nicht vorstellen. Sie hat ja gesagt, sie ist raus. Obwohl, sie hat mich auch getickt, ne? Hier ist sonst niemand mehr. Oh, ich habe noch eine blaue Münze gesehen. Jo. Weiß nicht, ich versuch's einfach mal. Wir fangen an mit dem hier unten. Dann die Frau hier. Die Kleine hier unten. Weiter geht's mit ihm. Dem hinterm Haus. Dem Pepperoni-Guy. Der Bürgermeister oder wer auch immer er ist. Der komische Typ mit seinem Rucksack. Und der Schaffner. Jetzt versuchen wir mal sie zu ticken. Nee, ich soll andere ticken. Mann, wo ist der Letzte? Ich hab doch keine Ahnung. Hier ist niemand mehr. Hier ist wirklich niemand mehr. Wow. Aber wir gehen sogar Game Over. Ich bin jetzt wirklich gefühlt alles abgelaufen. Also wirklich alles. Wirklich, selbst hier bin ich schon gefühlt alles abgelaufen. Ja, ich gehe mal zur kleinen Frau, ne? Ich meine, nachdem ich den hier gefunden habe, kann man ihn hier halt auch locker finden. Kein Plan, wie mir der vorhin entgehen konnte. Aber jetzt brauchen wir nur noch die beiden hier. Also einmal ihn hier. Und den Typ mit dem Rucksack. Haben sogar noch 1 Minute 14 Zeit. Easy. Insignia 41. Ja, aber das soll es auf jeden Fall für die Folge gewesen sein. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Hau dir rein und bis zur nächsten Folge.